Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ganz, ganz herzlich willkommen hier aus dem Landhaus Ettenbühl. Und ihr seht, wir sind heute hier mal in unserer Orangerie. Ganz was anderes als sonst. Draußen stürmt es und ist gar nicht schön. Und ich bin auch noch ein bisschen krank. Mich hat es fürchterlich erwischt diese Woche. Aber wir wollten euch trotzdem auf jeden Fall ein Video heute senden. Und ja, haben jede Menge schon zusammengetragen. Meine Mädels waren sehr, sehr fleißig, während ich flach lag. Es geht um diesen wunderschönen Strauß hier heute. Ein bisschen herbstliche Gartendeko. Aber natürlich haben wir auch wieder ein Rosenspecial für euch. Heute geht es um Rambler. Wir schauen noch mal an die Zäune zurück. Dann war natürlich Chorfestival. Da wollen wir euch noch ein paar Eindrücke zeigen. Und ja, die Wühlmäuse, die schulde ich euch noch. Und natürlich auch den Sommerflieder. All das heute hier bei uns im Video. Hier in der Orangerie, da ist es wirklich richtig schön kuschelig. Und der Seppl und ich, wir sind froh, draußen stürmt es nämlich wirklich richtig. Und ich mit meiner Erkältung, ich sollte da sicher noch nicht draußen sein. Ich krächze ein bisschen heute, vielleicht noch im Video, seht es mir nach. Aber ich wollte einfach wirklich, dass ihr trotzdem ein Sonntagsvideo von uns bekommt. Und eben, deswegen legen wir gleich los mit unserem Rosen-Special für diese Woche. Erinnert euch, letzte Woche waren wir ja unten nochmal im Rosenverkauf an den Zäunen mit den langen Ramblern, die so ewig lange Triebe schon gemacht haben, und ich hatte euch versprochen, wir zeigen euch das Ganze nochmal, wenn es etwas kultivierter ist und wieder in Form gebracht. Und unsere Yvonne, die hat da kräftig mit den langen Trieben gekämpft und alles schön in Ordnung gebracht und aufgebunden. Und das sieht man natürlich jetzt, wie das wieder ordentlich aussieht. Aber eben, deswegen diese Woche ein einmal blühendes Rambler-Special für euch, damit ihr da nochmal richtig schön loslegen könnt, auch in euren eigenen Gärten. Rambler an Zäunen, habt ihr ja jetzt gesehen, ist relativ aufwendig, weil sie halt doch sehr, sehr wuchsfreudig sind, die einmal blühenden. Aber wenn ihr was für Bäume haben wollt, über große Pavillone oder riesige Zaunstrecken hinweg, ist das natürlich wirklich was ganz Tolles. Und allen voran, zum Beispiel hier unsere May Queen, das ist ein ganz, ganz frühblühender Rambler, gleich als mit einer der ersten im Mai blühend, wunderschön mit dieser historischen Blüte, mit der geviertelten, auch extrem gut duftend. Und ihr seht sie hier in unserem Innenhof im Bed and Breakfast am Baum empor klettern, wunderschön. Aber sie kann genauso gut da an größeren Strukturen wie Pergolas oder Pavillonen klettern. Also wirklich eine richtig schöne Rose und begrüßt natürlich unsere Bed and Breakfast Gäste immer gleich früh im Mai hier bei uns. Und die zweite im Bunde, übrigens das Rosen-Special, wieder Vorzugspreis für euch diese Woche. Ne? Guckt einfach mal eben in unserem Bereich im Online-Shop rein, wo immer die Specials für euch bereitgehalten werden. Und da haben wir natürlich auch Scammon's Himalayan Musk diese Woche für euch. Ein Rambler von John, extrem stark wüchsig. Ihr kennt sie, sie klettert bei uns hier übers Dach am Restaurant, auch sehr, sehr frühblühend, meistens auch gleich mit der May Queen am Anfang der saisonblühend, auch wunderschön duftend, aber eben nicht nur über das Restaurantdach, auch in die Bäume klettert sie, hinten im Gemüsegarten, über den großen Pavillon, also auch wirklich ein ganz toller, einmal blühender Rambler, extrem stark wüchsig, also auch wirklich was mit Power und wo ihr also wirklich sehr, sehr viel Wachstum in kurzer Zeit bekommt. Die nächste, die ich euch vorstellen möchte, ist Alberic Barbier. Auch ein ganz, ganz toller Barbier-Rambler, habe ich euch schon häufiger vorgestellt. Quasi ein Bruder von Leontine Gervais und Paul Transon. Ihr kennt die beide auch. Alberic Barbier hat auch einen wunderschönen Duft, hat auch diese schöne cremeweiße gefüllte Blüte, tolles Laub dazu, so glänzendes, hübsches Laub dazu. Hier geht sie eben den Baum empor vor unserem Restaurant an den alten Balsampappeln, aber kann auch ganz toll zum Beispiel in die Horizontale an Zäunen entlang
entlang klettern. Die Triebe sind sehr, sehr biegsam, kann auch wunderschön wie ein Wasserfall im Prinzip durch über eine Mauer runter zu es wachsen, also weil sie so diesen hängenden Habitus hat. Alberic Barbier auch ganz klasse. Dann ein richtiger Knaller farblich, nochmal so als Kontrast für euch, das ist die Cerise Bouquet. Ist eine ganz, ganz tolle kirschrote Rose, wie ihr seht, mit einer unglaublichen Wuchskraft. Geht hier bei uns in Granny's Walk hoch hinauf in die Konifere und begrüßt natürlich unsere Besucher auch im Sommer dann mit diesen wunderschönen leuchtenden Blüten, die sehr, sehr ausdrucksstark sind, halb gefüllt, aber dann später im Jahr auch mit wunderschönen Hagebutten. Es ist eine sehr, sehr winterharte Rose übrigens, auch die Cerise Bouquet. Ja, und dann eine meiner absoluten Lieblinge, weil wiederum sehr filigran im Aussehen, aber extrem wuchsfreudig. Das ist die Adelaide d'Orléans, auch mit einem wunderbaren Duft gesegnet. Ist ein bisschen später als die anderen bisher genannten Rambler. Hat auch sehr ausdrucksstarke, sehr, sehr bienenfreundliche Blüten und kann auch gut an schwierigeren Schattenseiten oder eben im, aus dem Schatten heraus wachsen. Und besonders hübsch sind natürlich diese kleinen pinkfarbenen Knospen, die sie zeigt. Also wirklich eine sehr, sehr schöne Rambler-Rose. Also diese fünf sind diese Woche für euch wieder in unserem Wurzelnackt-Special zu haben. Guckt einfach, wie gesagt, mal rein. Wenn ihr die Rambler an Bäume setzt, bitte immer an den Pflanzeimer denken, ganz, ganz wichtig, damit die Rosen auch wirklich da keine Konkurrenz vom Baum bekommen und richtig gut anwachsen können. Ja, und dann schulde ich euch natürlich noch die Wühlmausfrage. Da wurde jetzt so oft in letzter Zeit danach gefragt. Und deswegen haben wir euch das jetzt einfach hier auch nochmal gezeigt, was man gegen Wühlmäuse machen kann. Es gibt da natürlich im Handel auch verschiedenste Gerätschaften, die man sich anschaffen kann. Aber wir arbeiten in der Regel immer an solchen Stellen, am liebsten mit den Drahtkörben. Und ihr seht, wie der Adam hier einfach aus diesem Hasendraht, wie man ihn nennt, die Körbe zusammenbringt. Schneidet und eben dann einen Boden unten rein, Pflicht sozusagen. Und hier an diese Stelle in Granny's Walk, da wollten wir jetzt eh eine neue Rose setzen. Ihr seht hier diese wunderschöne Rose Werner von Simson, die wir hier setzen werden. Loch ist erstmal ausgenommen worden und dann kommt dieser angepasste Drahtkorb rein. Der ist relativ geräumig und ihr wollt eben auch solche geräumigen Körbe haben, dass die Rosen sich da wirklich richtig gut drin entwickeln können. Dann kommt natürlich ein bisschen Erde unten rein. Selbstverständlich immer wieder unser Root Grow mit dazu. Ganz, ganz wichtig, Root Grow, vor allem, weil an dieser Stelle hier vorher auch schon mal eine Rose gesessen ist, ist das also ganz unerlässlich, aber grundsätzlich beim Pflanzen immer das Root Grow mit dazu. Und dann wird die Rose hier eben in den Drahtkorb reingesetzt und ganz normal gepflanzt, wie immer mit Erde aufgefüllt, bisschen angedrückt, guckt, dass da eben keine Lufttaschen quasi drin bleiben. Und dann sitzt sie da schon und zu guter Letzt kriegt sie noch ein bisschen Gartenfaser um den Fuß gestreut, dann ist sie gleich schön abgedeckt, eben auch für den Winter. Und auf diese Art und Weise können die Wühlmäuse jetzt also nicht ihr Unwesen treiben. Wühlmäuse sind relativ tief in der Erde ja unterwegs, also die können wirklich bis zu einem halben Meter runtergehen, weshalb es immer wichtig ist, dass ihr da doch eher so einen tieferen Korb dann auch wählt dafür. In den nächsten Wochen werden wir euch natürlich noch jede Menge Tipps geben zum Pflanzen. Es ist jetzt wirklich richtige Pflanzzeit für Rosen. Die wurzelnackten Rosen sind im Anmarsch. Wir erwarten sie quasi in der nächsten, übernächsten Woche hier bei uns. Da laufen natürlich die Vorbereitungen jetzt auf Hochtouren. Unsere Halle wird vorbereitet, in der sich ja über den Sommer immer so allerlei Gerümpel auch mal sammelt. Die Maschinen werden gecheckt, die Topfmaschine, die Bindemaschine. Die Folie wird jetzt ausgebracht, auf der dann die ganzen wurzelnackten Rosen eben liegen werden. Die Folie ist wichtig, weil die natürlich ständig auch gegossen werden müssen. Die schwarzen Kisten stehen bereit, in die dann die einzelnen Sorten einsortiert werden. Ihr werdet das natürlich dann wieder alles bei uns sehen und wir freuen uns natürlich jetzt schon wie Bolle darauf, wenn das wieder endlich losgeht. Und wie gesagt, dann gibt es nochmal jede Menge Pflanztipps, Pflegetipps, Winterschutztipps für euch und ihr dürft jederzeit gerne weiterhin, schickt eure Fragen, schreibt sie unten in die Kommentarbox rein. Wie gesagt, auch Fotos oder Videos jederzeit dürft ihr alles schicken.
Und dann gehen wir da auch gerne wieder drauf ein, was auch angekommen ist diese Woche. Das sind die Blumenzwiebeln in riesigen Kisten. Und das ist natürlich jetzt auch eine wunderbare Pflanzzeit für die Zwiebelblüher. Ihr könnt euch sicher erinnern, letztes Jahr haben wir ja unten auf der English Meadow unsere gelben Narzissen gepflanzt, die Narcissus Pseudonarcissus. Und das war ja eine riesige Pflanzaktion, wo viele Hände geholfen haben. Aber es hat sich ja wirklich gelohnt. Dieses Jahr im Frühjahr war das wirklich sowas von schön unten auf der English Meadow. Und da freuen wir uns natürlich auch schon wieder drauf im nächsten Frühjahr, im kommenden. Die Sailboats kennt ihr ja auch jetzt schon seit 2 Jahren bei uns im Fliederweg blühend. Auch die sind jetzt wieder da, auch für euch zu haben. Da haben viele nachgefragt und auch natürlich auf die freuen wir uns dann wieder im Frühjahr. Ich habe auch vor, dieses Jahr eine ganze Menge Zwiebelblüher in Töpfe zu setzen, weil in Töpfen sind die natürlich immer schöne Blickfänge, auch portable Blickfänge, auch wo ihr sie mal hier oder dort platzieren könnt. Aber da kommen wir dann auch später nochmal drauf. Was ist noch angekommen? Die Tulpe Formosa, die weiß, gelb, grün gestreifte, die kennt ihr bei uns auch vor dem Bed and Breakfast in fröhlichem Zusammenspiel mit dem panaschierten Giersch in diesen Beeten. Sieht natürlich immer ganz, ganz toll aus. Und dann haben wir natürlich im Innenhof auch diese Beete, die kennt ihr ja mit den Brunnen in der Mitte, die drei Ovalbeete. Und da steht ja die Tulpe Sorbet drin. Die haben wir dieses Jahr nicht. Da suchen wir, haben wir mal eine andere ausgesucht, nämlich die Tulpe Carnaval de Rio. Die ist auch sehr, sehr ähnlich. Und mit der sind wir auch gerade am Nachpflanzen, weil wenn ihr seht, hier die Beete im Innenhof, im ersten Beet, da haben sie dieses Jahr noch sehr reich geblüht, die Tulpen. Im zweiten Beet war es schon nicht mehr ganz so viel. Und im dritten Beet, ganz hinten, seht ihr, da ist wirklich ganz mau. Lag wahrscheinlich am Licht, weil die Zwiebelblüher, die haben es natürlich gerne heiß und trocken. Wahrscheinlich ist es da hinten schon ein bisschen zu schattig, aber es war mit Sicherheit auch die Feuchtigkeit, weil wir immer wieder ja Probleme mit den Brunnen hatten, die sehr nass in diesem Beet es rundherum gemacht haben. Und von daher mussten wir jetzt auch beim Nachpflanzen ein bisschen aufpassen. Wir haben hier also auch den Bereich ausgegraben, wo wir die Zwiebeln setzen wollen. Wie gesagt, es ist hier sehr nass, haben die Erde erstmal ein bisschen aufgebrochen mit der Gabel, damit da ein bisschen Luft reinkommt. Haben dann auch hier nochmal mit dem Drahtkorb gearbeitet, um euch das einfach zu zeigen. Auch bei den Zwiebelblühern ist natürlich immer gut, mit so einer Drahtgeschichte zu arbeiten, weil die Wühlmäuse absolut heiß sind auf Zwiebelblüher und die gerne verputzen. Also von daher könnt ihr so vorgefertigte Schalen nehmen oder eben einfach auch diesen Hasendraht in einer sehr, sehr engen Maschung, maximal 13 mm, und euch, Entschuldigung, euch einfach so ein Körbchen basteln. Wir haben mit Sand zusätzlich gearbeitet, um ein bisschen Drainage reinzubringen, weil es, wie gesagt, halt sehr, sehr nass ist in diesen Beeten, und haben dann hier unsere Blumenzwiebel schön verteilt, seht ihr ja. Erde natürlich noch dazu. Ja, und so werden die wahrscheinlich dann sehr schön gedeihen. Genau, also das war die Sorte Carneval de Rio, die wir dieses Jahr haben, weiß-rot gestreift. Dann gibt es die wunderschöne schwarze oder pflaumenfarbige Queen of Night, die Tulpe. Die haben wir auch bei uns in Granny's Walk, kennen auch viele von euch. Und dann haben wir noch eine andere Sorte, die Syneda Blue, auch eine sehr spannende Sorte Tulpe, die eben auch mit diesem schönen Dunkelpurpur-Lila und dem weißen Rand eben wirklich tolle Fernwirkung auch hat. Neben Beeten und Töpfen für Zwiebelblüher könnt ihr natürlich auch wunderbar, das seht ihr hier, das ist dieser Zwiebelpflanzer, direkt in den Rasen reinsetzen. Das ist natürlich auch immer hübsch, ne? Wenn ihr einfach solche kleinen Gruppen von Narzissen oder Tulpen habt irgendwo im Rasen und dann einfach hier das rausstechen, 3, 4, 5 kleine Zwiebeln rein und eben dann das Ausgestochene wieder verschließen, dass das Loch wieder zu ist. Und dann habt ihr einfach so mittendrin irgendwo im Rasen einfach so kleine Puffs von Tulpen oder Zwiebelblühern, die natürlich auch sehr schön aussehen. Ja, dann hatte ich euch noch versprochen, den Sommerfliederschnitt zu zeigen. Es wurde ja auch sehr viel gefragt in letzter Zeit. Da war ja letzte Woche, hatten wir das schon gemacht, als der John da war, und haben hinten im Päonienweg, im Pfingsthosenweg zusammen Flieder geschnitten. Schaut mal rein.
Hier haben wir ja unsere Sommerflieder Ile de France, die sich nicht versamen. Sterile Sorte, kein Neophyt in dem Sinne, der sich überall verbreitet. Wichtig, muss man dazu sagen. Wie schneidet man die jetzt? Okay, very quickly. Yeah. The harder you prune it, the more it grows. Okay, je härter man zurückschneidet, desto mehr schießen sie hoch. But you don't do that pruning until really early spring. Mm-hmm. Because if you do, there's a great stimulus for it to grow. So what I would be inclined to do is to take it to here mm-hmm. at this time of the year. Yeah. Because if we leave it, the snow is going to break it. Okay. That's absolutely for sure. And the wind's going to make a mess out of it. So something like that, yeah. just looking a little bit towards the architecture of the thing, yeah. will then make a bit of sense. Something like yeah, that. Exactly. Nice and low down by the bud, like yeah. that. Here, direct über einem exactly. Platten. Exactly. That's perfect. That's perfect. Genau. And so that's basically all that you need to do at this time of the year. And it looks a lot tidier. Yeah. Okay, also ihr seht es. Wir schneiden sie noch nicht richtig runter. Wir machen quasi tatsächlich bei denen jetzt so ein bisschen wie so ein Winterrückschnitt, damit sie uns eben nicht brechen, wenn dann Schnee und Eis kommt. Es wird direkt hier über einem Blatt geschnitten. Und dann haben wir die ganze Geschichte hier. Hier seht ihr es nochmal schön. Einigermaßen in Ordnung. Jetzt habe ich eine Fliege verschluckt, Leute. Oh, lecker Frühstück. Yummy. John, okay, jetzt haben wir das für den Winter geschnitten. Ja. Was machen wir dann im Frühjahr? Well, die krabbelt. We can see here that that was the old schnitt. Mm-hmm. And so that's what we want to go back to that. And that's the height you want to prune it back to. But not now. Mm-hmm, genau. And I would wait myself till sort of, depending a bit on the winter, towards the end of March. Okay, also ihr habt wahrscheinlich die meisten verstanden, Richtung Ende März könnt ihr sie runternehmen. Ihr seht es hier schön, wo die Verzweigungen sind, eben so dann auf diese Höhe. Und dann werden sie eben wieder richtig schön groß. Could you take them even back harder if you don't want them so big? Könntest du sie noch tiefer runternehmen, no. wenn du sie nicht so hoch willst? The harder you prune it. Yeah. The longer the stem. Okay. So you have to find a sort of a halfway house. And I think something around there is pretty okay. The problem being that the flowers are then held higher and higher and higher until you get to the end of summer. Dieses Jahr waren sie aber halt auch extrem hoch. Ne? Well, so wie, alles, wet, yes. wie alles andere auch. Exactly. Ne? Also von daher nicht härter, nicht tiefer zurückschneiden. Ihr habt sonst wirklich ewig lange Stämme, Triebe, die euch umfallen. Von daher lieber eben schön kompakt halten. Mit Sommerflieder, John, ich meine, wir sagen ja jetzt öfter blühende Rosen, bloß nichts mehr zurückschneiden, Schere stillhalten, Hände weg von den Rosen. Bei den öfter blühenden kommen wir gleich auch nochmal dazu. Was ist hier mit den Sommerfliedern, wenn ich die, ist das jetzt auch ein Stimulus, wenn ich hier schneide? Ja, yeah, but it doesn't matter if that gets frosted. Mm-hmm, okay. The danger is, you see, that you prune down to something nice like that and then it's got plenty of time any day that's sort of slightly warm, you know, and it's going to grow. Yeah, genau. And if it's down here and it gets frosted, then you're in far more trouble than if it's up here. Also das wiederum der Tipp, ne? Wenn ihr gleich jetzt auf die Rückschnitthöhe zurücknehmen würdet, dann habt ihr natürlich wieder den Stimulus auch gesetzt. Wenn es wärmer bleibt, milder bleibt, fängt der Sommerflieder an, wieder auszutreiben. Wenn dann harte Fröste kommen, dann geht es richtig runter in die Pflanze. Und so hat die Pflanze natürlich die Möglichkeit, selbst wenn sie jetzt noch mal ein bisschen austreibt, kein Problem. Sie hat genügend hier Wegstrecke noch nach unten, wo sie zurückfrieren kann. Also von daher alles gut. Danke, John. Wie Pleasure immer indeed. Sehr, sehr hilfreich. Thank you very much. Also ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, aber hier ist einer wirklich sowas von gemütlich am Schnurren. Also es ist wirklich
sehr gemütlich hier in der Orangerie, muss ich sagen. Also ich glaube, das werden wir öfter mal machen. Hier so einfach zu sitzen und es mit euch gemeinsam den Sonntag zu genießen, ist wirklich, wirklich schön. Und vor allem, habt ihr gesehen, den wunderbaren Strauß. Ich bin die Tage, weil wir haben jetzt schon die ersten Weihnachtssachen gekriegt. Ich meine, es ist ja unglaublich, Seppel, ne? Es ist jetzt gerade mal Anfang Oktober, aber es geht schon volle Kanne Richtung Weihnachten wieder. Wir haben auch jetzt die ersten Adventskalender schon im Shop. Und hier, ich habe die Tage, haben wir dieses Buch British Christmas bekommen. Das ist eigentlich wirklich ganz nett mit Tea Rooms. Also es ist so richtige englische Weihnacht mit vielen Rezepten drin, wie bei Königs Weihnachten gefeiert wird. Verschwenderische Pracht, funkelndes London, Fairy Cakes, Weihnachtskuchen mit Nüssen und so weiter und so fort. Ganz viele Deko-Tipps, wunderschön hier mit Amaryllis und also traditionelle englische Gerichte, Delicious Darling und all solche Sachen. Ein wirklich hübsches Buch, aber eben auch noch hier Herbstpicknicks zum Beispiel drin. Und macht Spaß, muss ich sagen. Also es ist wirklich so eine gelungene Mischung aus ja, ein bisschen schöne Bilder, schöne Rezepte, schöne Tipps. Und ich hatte eben das aufgeschlagen und hier ist es Time for Gemütlichkeit und hatte zu meinen Mädels gesagt, schaut mal, was ein hübscher Strauß, ne? Ist der nicht schön? Und Hex, Hex, hat sich die Marlies, unsere Floristin, hingestellt, ganz schnell alles Mögliche zusammengetragen. Und ihr seht, hier ist fast der gleiche Strauß entstanden. Wunderschön mit den Hagebutten, dem schönen Laub hier vom Cotinus und den Chrysanthemen. Ein bisschen Lollipops wieder mit drin, der Strandflieder und die Goldrute. Also ich finde, ein wunderschöner herbstlicher Strauß. Und wenn es jetzt auch schon wirklich in Riesenschritten Richtung Weihnachten geht und alle schon ihre Wunschlisten schreiben und Adventskalender basteln, es gibt noch jede Menge zu gärtnern, ihr Lieben. Die wurzelnackten Rosen sind im Anmarsch, die beste Pflanzzeit beginnt. Und es gibt natürlich auch, wenn wir nicht schneiden sollen und unsere Hände stillhalten sollen, nichts mehr mit der Schere machen sollen, trotzdem noch jede Menge anderes zu tun. Zum Beispiel haben wir auch noch den Rasen jetzt eingesät. Nach dem Chorfestival hatte ich ja erzählt, ne, an dieser großen Flurschadenstelle. Auch das ist jetzt erledigt. Und ja, apropos Chorfestival, das war natürlich also ein absolutes Glück. Wir hatten den Tag vorher grauenvolles Wetter, wir hatten den Tag danach schreckliches Wetter, aber der liebe Gott muss ein Chorfest-Fan sein. Es hat wieder so viel Spaß gemacht. Die ganzen Sänger aus aller Herren Länder quasi. Wir hatten Besuch vom russischen Chor, wir hatten Besuch vom ukrainischen Chor, auch wenn es nur ein ganz kleiner war, aber mit wunderschönen Gesang. Verschiedenste Chöre hier aus der Gegend, aus Frankreich, aus der Schweiz, aus Deutschland. Also es war ein wirklich toller, wunderschöner, gelungener Tag und wir freuen uns schon aufs nächste Jahr. Wieder die Bläsergruppe hat zum Finale mitgespielt und es hat einfach einen Riesenspaß gemacht. Ja, und dann sind natürlich wieder ein paar Fragen von euch gekommen, die ich euch gerne noch heute beantworten möchte. Und zwar, die Tessa hat eine ganz interessante Frage, nee, Quatsch, nicht Tessa, die Agnes hat eine ganz interessante Frage gestellt. Und zwar, leider haben meine Rosen einen starken Befall von Sternhusttau. Ich sammle die Blätter weitestgehend auf. Soll man diese Rosen im nächsten Frühjahr bodennah abschneiden, falls der Pilz auch im Holz sein sollte? Das sind sehr große, kräftige Strauchrosen. Bloß nicht, Agnes, bitte, bitte nicht. Also Sternhusttau ist jetzt um diese Jahreszeit, deine Blätter färben sich jetzt, deine Blätter haben Flecken. Einfach, wie du sagst, alles schön absammeln, aber auf keinen Fall irgendwie die Rosen deswegen runterschneiden. Das ist überhaupt nicht nötig. Also da werden wir dann aber wieder Tipps geben im Frühjahr dazu. Jetzt einfach alles lassen, Laub entsorgen, bloß nicht an Rückschnitt denken. Und im Frühjahr kann man das dann wunderbar entsprechend mit Hygiene, mit Pflanzenschutz, mit entsprechenden Spritzmitteln dann eben regeln. Aber das machen wir dann auf jeden Fall im Frühjahr. Nicht zurückschneiden, um Himmels Willen. Dann die Alexandra hat gefragt, kann man alle Rosen in einen Topf pflanzen? Und wenn ja, wie groß vom Durchmesser und wie hoch sollte er sein? Liebe Grüße aus der Eifel, Alexandra.
Die meisten Rosen kannst du in den Topf pflanzen. Alexandra überhaupt kein Problem. Je wüchsiger die Rosen sind, desto tiefer müssen die Töpfe sein. Durchmesser ist relativ wurscht. Also es können auch schlanke, aber sehr hohe Gefäße sein. Wir sagen immer mindestens 40, 50 Zentimeter. Und ich würde eben immer eher im Strauchrosenbereich zu kleinen Strauchrosen raten, die gut in Töpfen funktionieren. Und eben, wenn du was Kletterndes haben willst, ausschließlich öfter blühen. Rambler zum Beispiel, die sind auch immer gut in Töpfen. Alles andere ist so ein bisschen Spezialfall und das machen wir demnächst mal wieder in einem Topfrosen-Video auf jeden Fall auch für euch. Dann hat die Gundel Gaukeli gefragt, mit welcher Schere ich den Rosen schneide. Ich bin mittlerweile der Riesenfan von der Löwe 11. Das ist wirklich meine Speziallieblingsschere geworden. Und ich finde an der so toll, dass wir auch so einen schönen Kontakt zum Hersteller haben. Das finde ich immer super, wenn man seine Händler, nicht nur Händler kennt, sondern die Hersteller, wenn man weiß, was da für Herzblut dahinter steckt, mit welcher Leidenschaft solche Geräte auch hergestellt werden, wie sie auch selbst von denen verwendet werden, wie sie immer wieder dabei sind, solche Geräte auch zu perfektionieren. Und deswegen, mein Herz schlägt für Löwe mittlerweile, für die Löwe-Schere. Und wir sind alle, hier das ganze Team, sehr, sehr zufrieden damit. Und dann haben wir noch eine andere Frage von iPad Bill, Entschuldigung, genau. Und zwar, liebe Stefanie, Sie haben gesagt, dass es nach Corona sehr große Veränderungen im Rosenmarkt gegeben hat. Sie haben es auch früher en passant schon erwähnt. Könnten Sie vielleicht in einem zukünftigen Video mehr darüber sagen? Das ist, sollten wir Rosenliebhaber uns darüber Sorgen machen? Das ist tatsächlich eine interessante Frage und da können wir vielleicht im Winter mal ganz ausführlich drüber sprechen. Ihr Rosenliebhaber müsst euch nicht wirklich Sorgen deswegen machen, aber es ist tatsächlich so, das Rosenvermehrungsgeschäft, dieses Budding, das Okulieren der Rosen auf den Feldern ist eine Knochenbrecherarbeit. Das ist wirklich unheimlich schwierig, unheimlich anstrengend, unheimlich beanspruchend für den Körper. Und wie in vielen anderen Bereichen auch, ist es einfach unglaublich schwierig, da noch Leute zu finden, die diesen Job machen wollen. Und hier ist es eben auch so, dass beim Rosenokulieren wirklich eine gewisse Fingerfertigkeit auch vonnöten ist und ein sorgfältiger Umgang mit der Pflanze. Also ganz, ganz schwierig. Und deswegen ist es teilweise so, weil einfach ein Mangel an Arbeitskräften, die das machen können, da ist und man das maschinell nicht machen kann, wird eben ein bisschen gestrafft bei den Sorten. Also die etwas ausgefalleneren, exotischeren Sorten, die fallen dann vielleicht einfach hinten runter, weil man einfach auf Masse eben die gängigeren Sorten nur noch produziert. Und deswegen ist es teilweise schwierig, was ich letzte Woche gesagt habe, zum Beispiel sowas wie Rosa Primula auf den Markt zu bekommen oder auch andere Sorten, die einfach so Liebhaberrosen sind, nicht so häufig gefragt werden, dass die unter Umständen einfach aufgrund des Mangels gar nicht produziert werden, zugunsten eben von anderen Sorten, Gertrude Jekyll oder eben diesen richtig starken, gefragten Sorten, die dann halt in großer Masse eben okuliert werden. Also es ist ein spannendes Thema, können wir im Winter mal ganz ausführlich bei einer Tasse Tee noch drüber reden. Genau, und dann hat die Ute mit 3e noch gefragt, hallo Ute, Milben, sie hat Grasmilben und die machen sie, oder Herbstmilben, Herbstgrasmilben, das macht sie absolut fertig im Garten, ist also wirklich ganz, ganz schwierig. Ob ich da einen Tipp habe, in der Regel bei Milben mähen. Das ist das, was die Milben überhaupt nicht ausstehen können. Wasser mögen sie auch nicht, aber da wollen wir ja auch nicht zu viel rumwässern, aber im Moment ist es ja sehr nass. Aber ansonsten grundsätzlich durch den Sommer mähen, auch jetzt noch im Herbst. Das können sie überhaupt nicht ab und damit kriegt man es teilweise gut in den Griff. Ne? Also weil sie einfach sich dann extrem gestört fühlen in ihrem Lebensraum. Genau. Und dann noch mal eine Frage von der Gabi. Ich möchte ein neues Beet anlegen. Wir haben hier schweren Lehmboden und ich werde Sand und Split einarbeiten. Aber was denkst du, soll ich den Boden umgraben oder nur lockern? Und wann ist der beste Zeitpunkt dafür, der Herbst oder das Frühjahr? Also auf jeden Fall nur lockern, Gabi. Nicht jetzt komplett umgraben. Schön, hat man zum Beispiel gesehen, mit unserer Rosengabel kann man das sehr gut machen. Einfach schön auflockern und dann eben den Sand und den Split mit einarbeiten.
Und das Ganze würde ich tatsächlich dann machen, wenn du am Pflanzen bist, Gabi. Also wenn du jetzt zum Beispiel im Spätjahr noch Rosen pflanzt oder auch was auch immer, dann auf jeden Fall beim Pflanzen das eben entsprechend mit einarbeiten. Ansonsten ist das Frühjahr auch ein guter Zeitpunkt dafür, wenn man die Böden insgesamt bearbeitet. Aber wenn du jetzt am Pflanzen bist, auf jeden Fall jetzt gleich. Ja, und schaut mal, wer sich zwischenzeitlich bei mir hier es ganz gemütlich gemacht hat. Ist das nicht schön? So kann man doch den Sonntag gut aushalten, selbst wenn es draußen immer noch stürmt und macht und tut. Wir werden jetzt einfach hier ganz gemütlich den Sonntag genießen. Das wünschen wir euch auch. Genießt eure Gärten, eure Balkone und eure Terrassen. Nächste Woche soll das Wetter wieder schöner werden, hoffentlich. Dann werden wir natürlich wieder im Garten unterwegs sein. Und bis dahin wünschen die kleine Schlafmütze und ich euch einen wunderschönen Sonntag. Macht's gut, habt eine gute Zeit, bleibt alle gesund und fröhlich. Bis dann und tschüss.